Toll ist Tanzmarie. Hier in die Welt. Schon jahrelang. Das ist zu dumm. Bringt mich mein Temperament fast um. Von außen seht ihr es mir nicht an. Doch da drin, da tobt ein Vulkan. Und kommt die Fasnacht dann ins Land, dann bin ich außer Rand und Band. Dann zwickt's und beißt mich, dann tut's mich schnuppen. Und mit der Musik muss ich immer zucken. Eigentlich wollte ich ja nicht mehr auf der Bühne. Man sagt mir nach, ich sei zu kühn. Aber da hörte ich doch für wahr von dem diesjährigen tollen Prinzenpaar. Im November stiegen sie in den Thron. Was ich euch heute berichte, das ist kein Hohn. Prinzessin Anna ist die Mama Leone vom Imbiss Eiffeltor. Wie ein Phönix aus der Asche stieg sie empor. So eine herzhafte Regentin soll Ehren verwalten. Da kann doch niemand mithalten. Ihr Herz ist so groß. Da hat jeder Schatz einen Platz. Und der Prinz, Heinz von quietschenden Reifen. Egal was man braucht, Heinz tut nicht kneifen. Vor kurzem, da verfolgt er einen Sprint. Heinz verfiel in seinen Jagdtrieb, stieg in seinen gelben Flitzer. Er verfolgte den Räuber aus dem Ortszentrum bis weit ins Großherzogtum. Gefilmt vom Helikopter des offenen Kanals Trier nahm ganz Hollywood unseren Heinz ins Visier. Liebes Publikum, freut euch auf Benzin im Blut, Heinz ins Lager, Taxi, Taxi, ja. Soll ich unser Prinzenpaar ehren? Da konnte ich mich nicht mehr bedanken. Ich biss die Zähne zusammen und fasste mir den Mund. Zog mein Kostüm an, die Stiefel, den Hut. So schön bunt, blau und rot. Da bin ich hier bei den Blauen ja eigentlich tot. Meine Stiefelchen, die sind aus Paris. Genau richtig für meinen zierlichen Fuß. Ein Schuhmodell in Chasquet. Und dann diese Traumfigur und die strammen Knie. Bin ich nicht die perfekte Tanzmarie? So aufgeregt und ganz in Atemnot. Die Olle da hinten, die sagte, ich sei ein Bruchpilot. Trotzdem meinte unser Jürgen, nun hätte ich die Chance. Heute komm ich kurz raus, wenn ich für euch tanz. Ob ihr mir das glaubt oder nicht, ich mache da einen Kurs für klassisches Ballett. Beim Ballett, so lernte ich dies, braucht man Gleichgewicht und krumme Füße.
den linken Fuß. Ihr könnt es mir glauben, den muss man nach links hinüberschrauben. Und dann ist auch noch für den anderen Fuß die Zeit. Der kommt auf die andere Seite. Und dann der rechte Absatz, der wird jetzt links an den dicken Onkel gesetzt. Aua! Das ist doch alles für die Katz, denn dabei fehlt der Armeinsatz. Und dann heißt es, hoch die Flossen. Man kann auch mal einen Hennelnossen. Weil ich einen Krampf in den Pobacken habe. Ich mache jetzt akkurat weiter, akkurat, und erzähle euch vom Spagat. Diese Übung, die heißt Spreizfallschritt. Ich kann euch sagen, da macht man was mit. Der Anspruch, der ist ja ganz okay, aber dann die Landung, oh je. Ich hätte den Spreizfallschritt ja gar nicht vorgemacht, aber ich habe Angst, dass die Bühne das ist jetzt kein Spaß. Vielleicht komme ich runter, aber nimm mich hoch. Das war's. Und bei diesen ganzen Lernprozessen darf man die Pirouette nicht vergessen. Man steht dabei auf einer Achse und dreht sich um eine Achse. Wie man dabei richtig hinfällt, das bleibt jedem selbst freigestellt. Aber das Schlimme bei dem Ganzen, man muss auch mit einem Partner tanzen. Ja, mit den Männern, da hat es geklemmt. Von denen hat mich Oma keiner hier gestellt. 5 Stück habe ich verbraucht. Die gehen heute noch gebückt. Die haben sich alles verstaut. Guckt euch doch mal den schmucken Dennis an. Dem hat es auch nicht gut getan. Das gab mir den Rest. Ich hatte die Schnauze voll und fand das klassische Verrenken gar nicht mehr toll. Der ganze Quatsch, der hat mich total frustriert. Drum habe ich meinen eigenen Tanz kreiert. Zum Aufwärmen brauche ich mindestens 1 Stunde. Dann sind meine Füße erst so richtig rund. Vorher lasse ich mich auch gar nicht erweichen. Edith, mindestens 10 Gläser Wein ihre Wirkung erreichen. Hat mich dann der Rausch des Tanzes ergriffen, werden sämtliche Backen zusammengekniffen. Ich wirbel dann über die Bühne wie das Herbstlaub im Wind, bis alle Minister hinter mir von den Stühlen gefallen sind. Ich rotiere nach links, ich segle zur Seite, dann brauche ich die ganze Bühnenbreite. Bei meiner Pirouette mit 1000 Drehungen in der Minute knall ich am Ende auf die Bretter, meistens mit der Schnur. Dann kommt die Rolle rückwärts. Ach, ich bin ja noch fit. Und gleich hinterher mein neuer Ausfallschritt. Weltweit bekannt und ein super Hit, der vierfach eingesprungene Trampeltierschritt. Die erste Reihe
die zittert meist wie welke Blätter. Knall ich dann mit einem Grundschrei auf die Bretter. Dann habe ich eine neue Drehung erfunden. Da habe ich mich wie eine Schlange um mich selbst gebunden. Ich drehe mich zeitmäßig immer im Kreis. Hab die Augen geschlossen, die Hüften werden heiß. Dann gehe ich stöhnend in den Trocken. Höre wieder hart und stocke. Nun sag ich zusammen mit einem Maler. Und dann kommt das Finale. Hello!